So, Xio hier zurück mit Nier Automata. Im letzten Part haben wir, ja, diese Fabrikanlage abgeschlossen und, naja, was heißt abgeschlossen? Wir haben unser Missionsziel gefunden, die Goliath-Klasse, diese riesige Maschine, die wir auch besiegen konnten. Allerdings wurde 9S dabei ziemlich hart verletzt und, ja, es sind noch mehr von der Sorte aufgetaucht. Und 2B und 9S haben sich dann letzten Endes gesprengt, weil sie eben, ja, die Situation war aussichtslos, also was hätten sie anderes machen sollen, als, naja, sich sprengen. Aber jetzt ist zumindest 2B wieder hier in irgendwo. Es sah so aus wie im Weltall. Ja, da haben wir auch wieder das Fenster. Ich habe nämlich gerade das Spiel gestartet und deswegen bin ich bei den Speicherstationen rausgekommen. Und hier am Fenster stand 2B gerade eben. Ja, genau, da endet der Screen. Da kann ich nicht weitergehen. Oh, ich kann anscheinend weitergehen, aber naja, möchte mir nicht. Jetzt sind wir sonst irgendwo. Und hier haben wir auch einen Raum, in dem wir nicht rein können, wo auch 2B dran steht, also wahrscheinlich eben 2Bs Zimmer. Hier, das sind die Speicherstationen. Und jetzt sollen wir irgendwo hin. Schauen wir doch mal. Da vielleicht? Nee, ist auch zu. Ach nee, unten auf der Map, rechts unten, da ist so ein leicht rotes Symbol. Das, ja, scheint das Missionsziel zu sein. Und da ist auch noch 9S, er ist auch noch da. So, Mission complete and all that, huh? The Goliaths were wiped out and we secured a route into enemy territory. Now we can... Nines. Yeah? Thank you for uploading my data to the bunker. I did that? Sorry, I don't remember. There wasn't a whole lot of bandwidth down there, you know? I probably only had enough time to back up your memories. Mine are only intact up to the point just before we rendezvoused. I see. Glory to mankind. Glory to mankind. To be is mad. Dieses Spiel nutzt Online-Funktionen für sein Nachrichtensystem mit dem Internet verbunden. Ja gut, machen wir mal. Ah ja, genau. Ich denke mal, das wird okay sein. Ich hätte vielleicht noch die Szene im letzten Part machen können. Ah, egal. Tja, speichern wir ganz schnell. Ich hoffe mal, das ist okay. Also Szenen, die ja gevoiced sind, sag ich mal, einfach die vertont sind, da werde ich jetzt nicht extra noch vorlesen. Also die lasse ich einfach sprechen und drunter sind die Untertitel, die könnt ihr lesen. Die sind übrigens sehr akkurat. Also das ist wirklich, ich glaube, weil es da keine deutsche Übersetzung gibt, beziehungsweise keine deutsche Fassung, wurde exakt das, was die im Englischen sagen, übernommen. Also die meiste Zeit ist das wirklich sehr akkurat. The year mankind's glorious history came to a sudden and abrupt end, when the world was invaded by aliens from beyond the stars. The aliens unleashed a new breed of weapon, machine life forms, that all but annihilated human civilization. The handful of survivors that remained fled from Earth, seeking refuge on the moon. 5204 AD. Humanity launched its counterattack, deploying an army of androids from a network of orbiting bases. But after more than a dozen large-scale descents upon the enemy, we still haven't managed to repel the invaders. That is why you, the Yorha forces, exist. To break this stalemate, once and for all. You are our ultimate weapon, and you must put an end to this war. Understood, sir. I wish you good hunting. Glory to mankind. Glory to mankind. Glory to mankind. Ich frage mich immer, ob diese Sprecher, dieser Sprecher, ob das Matthew Mercer ist. Ich habe es mal eine Zeit lang gedacht, aber gerade eben bin ich mir nicht sicher. Aber in anderen Szenen klingt der so. Ah ja, wir sind in der Szene. 2B, können Sie mich hören? Zuerst müssen Sie die Helligkeitseinstellung einstellen, ja. Ah, genau, wir müssen jetzt hier... Ja, wir sind tatsächlich... Das ist... Ja, jetzt, wir gehen die Einstellungen nacheinander durch. Fangen wir mit der Helligkeit an. Oh Gott, das ist echt schnell. Ja, wir sind tatsächlich jetzt hier im Optionsmenü und quasi das ist... Ja, die Szene... wir werden hier durch das Menü hier durchgeführt von 9S. Quasi... 2B als Roboter eigentlich wird konfiguriert und das sind eben die Einstellungen. Eigentlich ganz cool gemacht.
Nur das rechte Symbol darf sichtbar sein. Okay, mein Bildschirm ist tatsächlich ein bisschen zu hell, deswegen sehe ich beide. Aber ja, gut, viel dunkler kann ich nicht machen und auf meinem Laptop sieht es auch gut aus. Ja, genau. Okay, sieht das gut aus? Ich nehme mal nein. Verstanden. Okay. Sieht das gut aus? Ja. Verstanden, okay. Ach, und ich sollte vielleicht darauf hinweisen, dass der gesamte Vorgang für die Nachwelt aufgezeichnet wird. Okay. Ja, wir sehen es auch rechts oben. Aufzeichnung. Automatischer Modus. Oh, okay. Schauen wir uns mal Ihre Einstellungen zu... Ja, anscheinend ist die Spracherkennung auf Stumm gestellt. Das geht natürlich nicht. Ich werde Ihnen jetzt etwas zurufen. Sie müssen mich hören können. Okay. Das geht echt schnell. Sorry, wenn ich da nicht hinterherkomme. Ich versuche mein Bestes. Oh, da unten. Ihr seht ja die Untertitel, er redet mit uns. Hallo, ändern Sie Ihre Einstellung so, dass Sie mich hören können. Genau, weil jetzt ist die Stimmlautstärke auf 0. Ja, ja, wir haben ihn schon ganz leise gehört. Wir gehen mal ein bisschen hoch. Lassen wir ihn etwas reden. Hallo? Go ahead and adjust your settings so you can hear me, all right? Adjust the settings until you can hear my voice. Lassen wir ihn noch ein bisschen sprechen. Could you try and pick up the pace a little bit? This is getting embarrassing. Gerade deswegen lass ich dich weitersprechen. Right. Ja, genau. Are we good now? Okay, also ja, nein. Es geht mir gut, Nanes. Deine Stimme beruhigt mich. Okay. Wow, wollen wir so richtig den Ship intensifieren? Ja, natürlich wollen wir das. Ich meine, let the ship sail. Oh, thank you. Anyway, that takes care of the settings. Hold on. Your self-destruct permissions are missing. Wait a sec. We need to restore those. Also wir gehen von Ship zu self-destruct. Regulations and all, you know? Selbstzerstörung? Nee. Huh? Wait, no. You need to leave that turned on. Yeah, you can't really do that. It needs to be turned on, except in very specific cases. Warum eigentlich? I'm afraid I can't leave this as is, ma'am. Please give your permission. Hey, come on now. I'm just trying to follow regulations here. Okay, ich probiere es noch einmal. Hey, come on now. Okay. I'm just trying to... Okay, gut. Okay, good. If things go wrong during an op, you may have to sacrifice yourself in order to finish it. So, once you're finished making adjustments, you can go ahead and close this out. Also, wir können wirklich wir haben eine Selbstzerstörungsfunktion, wir können uns in die Luft jagen. Das ist eine Option. Und mit der erreichen wir übrigens auch noch ein weiteres Ende und das werde ich euch auch recht bald zeigen können. So, sind wir dann fertig? Morning. The commander's put me in charge of your maintenance, ma'am. That means I'll be performing regular checks on you from now on. I see. Oh, don't worry. We 9S models are the best around, you know. Though I suppose we're not exactly known for our modesty. 9S. Hmm? What is it, ma'am? Stop calling me ma'am. Huh? There's no need to be so formal. All right. If you say so. Oh, I almost forgot. The commander was calling for you. We'd better go see what's up, man. Tobi. Ja. Da sind fast wieder rausgerutscht. Also ich muss echt mal sagen, also Tobi. Warum auch immer, sie haben es wirklich... Alles in die Sexiness reingesteckt, einfach in ihrem Design. Von oben bis unten. Oh mein Gott. Was wollen wir jetzt machen? Genau, ich kann... Also es gibt, also wie gesagt, die Selbstzerstörungsfunktion. Ja, genau. Wir können uns... Wenn ich die beiden Control-Sticks drücke, dann kann ich die Funktion starten. Und das werden wir jetzt auch gleich mal machen. Noch nicht jetzt gleich. Wir können hier auch gleich einkaufen. Ach ja, ja, wir haben uns ja in die Luft gesprengt, ne? Deswegen haben wir auch kein Zeug mehr. Gibt es eigentlich irgendwelche, ja, diese Chips, also ich weiß nicht, also es gibt die Erfahrungsleiste, die habe ich mir noch gekauft gehabt in meinem Playthrough, aber weiß nicht, ob ich das wieder tun werde. Die Soundwelle werde ich mir irgendwann kaufen, das hat einen Grund, also ich weiß nicht, ob wir es benötigen werden, aber
Wenn wir an den Punkt kommen, werde ich euch erklären, was da los ist. Aber ich hoffe es eigentlich mal nicht, weil ich finde das immer mega creepy, wenn das passiert. Aber dazu an anderer Stelle mal was. Ich kaufe mal ein bisschen was ein, zwecks Heilung. Mal 10 von beiden hier. Und noch ein bisschen was, um ein bisschen die Angriffskraft und die Verteidigungskraft zu erhöhen. Kann nicht schaden, auf jeden Fall. Nein. Jesus Christ. Ja, bitte. Gut, ja. Oh. Ja, das Licht war an von dem Pod. Was gibt es jetzt groß zu sagen eigentlich? Also, sie haben ja schon jetzt gerade in dieser Szene mit dem Sprecher ja gesagt, dass eben ja die Androiden so extrem hochentwickelte Waffen sind, um gegen die Maschinen zu kämpfen. Und jetzt wissen wir auch eigentlich, was in der Story los ist. Also, wir befinden uns tatsächlich auf der Erde und wir müssen die Maschinen zurückdrängen, die von den Aliens mitgebracht wurden und dann eben die Erde übernommen haben. Das ist jetzt momentan so unsere Aufgabe. Gut, das passt alles soweit. Und dazu gehört eben auch, dass sie einfach ihre Erinnerungen hochladen können in diesem Bunker hier, diese Weltraumstation und dann eben einfach einen neuen Körper bekommen. Eigentlich unglaublich praktisch. Das heißt, wenn sie im Kampf fallen, einfach dasselbe wieder in den neuen Körper laden und dann geht's weiter. Im Prinzip eigentlich. Und das ist auch eine Funktion, die hier umgesetzt würde, noch im Gameplay direkt. Und das könnte noch ziemlich interessant werden. Und jetzt stehen hier auch mal ein paar Leute rum. Operator. An der Erde werde ich mich nie satt sehen können. Zum Hangar kommt man wohl mit dem Aufzug an der St zum Hang ja, zum Hangar kommt man wohl mit dem Aufzug an der Seite? Ja, genau, Fragezeichen. Okay, nein, der Pod bleibt aus. Ich kann ja auch schießen, wenn ich will, und auch angreifen. Ja, wir haben jetzt bei der Explosion haben wir alle unsere Chips verloren, oder beziehungsweise wir haben, nee, wir haben nicht unsere Chips, wir haben unsere Items verloren und auch unsere schwere Waffe. Wir haben bloß noch das kleine Schwert. Jetzt haben wir anstatt den großen Schwert eben so eine, Angriff mit den bloßen Fäusten, beziehungsweise Füßen. Oh, einfach mal bei jemandem ins Zimmer reingeschneit. Kann ich mit, ach ja, ich kann mit, nein, S. Ja, worum geht es genau? Wir können den Kampfstil noch einstellen, aber da keine Änderung. Sollte man, es gibt da ein paar Sachen, wenn man sie einstellt, dann, ja. Es ist etwas sehr aggressiv, sag ich mal. Hallöchen, ich erzähle von der Flora und Fauna auf der Erde. Der Operator sammelt anscheinend gerne Daten. Ich beneide die Kampfeinheiten. Ich würde gerne selbst gehen und Daten sammeln, wenn man es erlauben würde. Hättest du eine Erlaubnis, könnte ich dich mitnehmen, aber das ist wohl etwas kompliziert. So, ja, die haben Dialog geführt, die zwei. Ja, weil jeder Android hat nämlich so sein Operator. Also eben ein Operator, der hier im Bunker ist und die ganze Zeit eben Kontakt hält mit der Einheit auf der Erde dann. So, hier liegt auch noch ein bisschen was. Wir nutzen den Part jetzt einfach mal, um das Ganze hier ein bisschen zu erforschen. Okay, die Wartung der Einheiten kann mir überlassen werden. Ah, ja, hier können wir, genau, können wir den Pod verbessern. Ach ja, okay. Ja, wir können auch, da sehen wir mal, was wir alles kaufen können, genau. Where to fucking start? Also, ihr habt ja in den letzten Parts auch gesehen, dass ich immer mal Zeug aufgesammelt habe, was zum Beispiel die Maschinen haben fallen lassen und so weiter. Und das sind eben Sachen, die wir sammeln können. Ihr seht es da an der Seite, Baumsaat, Pilz, reines Wasser, Naturkautschuk und so Zeug. Mit denen wir unsere Pots zum Beispiel verbessern können und später auch unsere Waffen. Jetzt noch nicht ganz so relevant, weil wir nichts haben. Also eben zum Zeug zu verbessern. Und wir können eben auch mit dem Geld, das wir haben, das ist eben auch das Zeug, was besiegte Gegner fallen lassen, da können wir eben Pod-Programme kaufen. Das ist eben sowas wie zum Beispiel der Laser, starke Attacken, die unser Pod ausführen kann. Da gibt es alles Mögliche und dann gibt es hier auch noch das hier. Und das ist sind Chips, mit denen wir ja unser Chip-Limit erhöhen können, sag ich mal. Unter den Scanner-Modulen bin ich das Spitzenprodukt. Ganz egal, um was es geht, auf mich ist Verlass. Wow, gar nicht. Sehr selbstbewusst auf jeden Fall. Ist das? Ja, wenn er ein Scanner-Modul ist, dann ist er eine S-Einheit, also wie nein, S. Ja, stimmt, der hat auch dieselben Klamotten an. Ich wollte nämlich zu der Cutscene, die vorher noch war, noch sagen, außer nein, S habe ich noch keinen, männlichen, in Anführungsstrichen, Androiden gesehen, also männlich anmutenden Androiden. Na, da hat der Gute ein bisschen festgegangen. 210, das ist der Operator von 9S und das
5-0, keine Ahnung, wer das ist. Auch ein Operator, ja, oh, Operator, ja. Hey, hallo, nimmst du auch deine Heilmedizin? Das ist das beste Produkt unserer technischen Entwicklungsabteilung. Sorry Leute, ich bin heute nicht besonders gut im Lesen, auch sonst nicht, aber heute besonders schlecht. Es ist über die Monitore in den Privaträumen erhältlich, also schön einkaufen. Oh, Kapitalismus und so ein Scheiß, ne? Kann ja gar nicht ab. You need to be near an access point to save your data. You can see access points on the close range map. Be sure to save often. Was ist dieses Speichern, wovon die da reden? Ihr redet in Zungen. Ja, genau. Wir können, jetzt sind wir auch in der rechten oberen Ecke, also Speichern möglich. Also wenn wir in der Nähe von solchen Stationen sind, können wir speichern. Ich weiß nicht genau, was es mit diesen Schnellspeichern auf sich hat. Zugriffspunkt Postfach. Wähle am Zugriffspunkt Posteingang aus, um deine Mails zu lesen. Genau, das machen wir auch gleich mal. Also, es gibt halt noch im Menü die Speichern-Funktion und dann gibt es Schnellspeichern. Ich weiß nicht genau, wo der Unterschied ist. Okay, Serververwalter, Testmail. Okay, Absender, Serververwalter. Diese Nachricht dient der Verifizierung deines E-Mail-Kontos. Mitglieder, die Probleme mit dem Mail-System haben, sollten so schnell wie möglich ihren Vorgesetzten kontaktieren. IT-Abteilung, leitende Servertechniker. Okay, alles klar. Good to know. Okay, da haben wir auch das Zimmer von 9S. Schauen wir doch einfach mal, wo er die ganzen Schmuddelmagazine versteckt hat. Oh, wir müssen uns jetzt nicht unbedingt in 9S Bett legen. Oder doch? Das könnte ein Traum für 9S sein. Oh, hallo. Über euch hört man ja so einige Gerüchte. Etwas so riesiges einfach mit der Blackbox zu... Wahnsinn! Zu viel Draufgängertum kann aber auch zum Tod führen. Wir sind sehr sorgfältig mit den Daten, also immer schön hochladen, bitte. Ja, natürlich. Natürlich. Zur Kommandozentrale einfach weiter nach links gehen. Die große Hacking-Zentrale liegt rechts. Pass gut auf dich auf. Bis bald. Okay. Alrighty, mighty. Okay, Operator 6-0. Fähigkeitensalbe klein. Ach, ich glaube, das ist... Dass die Pod-Programme schneller wieder einsatzbereit sind. I guess. Okay, da sind wir wieder beim Zimmer von Tobi. Aber ich glaube, wir waren nicht im Hangar. Ich glaube, mit dem Operator hier müssen wir geredet haben. Ja, genau. So, und wir gehen einfach mal in den Hangar rein. Einfach nur, dass wir mal da waren. Wir müssen ja zur Kommandozentrale. Da gehen wir gleich hin. Das machen wir auf jeden Fall jetzt noch in dem Part. Mir geht's nicht gut. Ihr Gleichgewichtssensor wurde beschädigt und obwohl sie ein Androide ist, wird ihr jetzt auf langen Flügen immer schlecht. Ich habe es schon oft reparieren lassen, aber nichts hilft. Jetzt ist es wohl chronisch bedingt. Ihr solltet vorsichtig sein. Naja, vielleicht braucht sie dann eben einen neuen Körper. Ist ja anscheinend nicht so tragisch. Gute Arbeit, schon auf dem Weg zum nächsten Einsatz? Beneidenswert, ich will auch nochmal fliegen. Flugeinheiten sind teuer, verschwenderischer Gebrauch wird nicht toleriert. Die Kampfeinheiten gehen auch so schon zur Fahrlässigkeit mit allen um. Was? Die Kampfeinheiten gehen auch so schon zu fahrlässig mit allem um. Du hast doch auch letztens erst eine Einheit eine Schramme verpasst, nicht wahr? Wer glaubst du, muss die ganzen Kratzer wieder ausbessern? Eine so schöne Einheit zu verschwenden, wegen solcher Leute. Stopp, es tut uns ja leid. Lass auch mal wieder gut sein. Okay, ich glaube, es waren verschiedene Sprecher. Okay, das sind diese Flugeinheiten, die haben wir ja schon gesehen. Da sind auf jeden Fall in der letzten Mission einige zum Teufel gegangen. Also 2B hat ja, glaube ich, noch 6 oder 7 Begleiter gehabt und naja. Die sind alle abgestürzt. Aber wenigstens wissen wir, haben es wahrscheinlich alle zurück hier zum Bunker geschafft. Denn wahrscheinlich haben sie auch ihre Daten hochgeladen. Ist ja nach wie vor kein Problem. Wissen wir ja Bescheid, ne? Na gut, was haben wir noch hier hinten? Joa, Soldaten, hier läuft alles glatt. Was mir besonders aufgefallen ist... Was willst du denn? Verzieh dich! Hopp, hopp! Hey, sei nicht so fies. Was habe ich dir getan? Okay, eine mittlere Erholung halten. Ich wollte die Lampe nicht anmachen. Oh Gott, reden wir mal mit allen... okay, das ist 6-0. Mit der können wir mal reden. Gute Arbeit, wie ist das Wertebefinden? Schöne Blumen, große Bäume, süße Tierchen. Ach ja. Okay. Ach ja, 6-0. She's too pure for this world. Pure, meinte ich. Okay. Hier noch ein bisschen Money in the Bank. Und da drüben müsste auch irgendwo...
Operator. Ja, 210. Was ist Ihr Anliegen? Bitte fassen Sie sich kurz. Ja, die ist etwas kurz angebunden, ne? Moment mal, ich kann auch einfach runterspringen. Scheiß drauf. Puh, ganz ehrlich, ich möchte nicht mit allen reden, weil letzten Endes haben wir nicht wirklich was davon. Wir reden einfach direkt mal mit der Kommandantin. Ah, 2B. Maintenance finished? Yes, Commander. You detonated your black box in order to defeat the enemy. Bold, but risky. Try not to be so reckless next time. Understood. I know you're fresh out of maintenance, but I have another mission for you. I need you to head to the surface, rendezvous with the Resistance, and do some recon. Doesn't Yorha have a dedicated Resistance contact already? We haven't been able to get in touch with them, so we'll need you to look into that as well. Understood. And the Resistance Camp, huh? Also die haben eigen... Oh, okay, da steht oben auch nochmal Glory for Mankind. Propaganda, Propaganda da oben, also auch noch. Quasi. Also, es gibt einen Kontakt für das Widerstandslager. That means we'll be getting flight units, huh? Better head for the hangar. Usually we can't get near flight units. They're way too expensive for us grunts. Too bad they can't mass produce these things yet. Wäre auf jeden Fall gut, könnte man auf jeden Fall gut gebrauchen. Es gibt einen Kontakt eigentlich mit dem Widerstandscamp, aber die dafür zuständig waren, sind auf irgendeine Weise verschwunden. Na gut, da müssen wir was dazu rausfinden. Wir speichern mal ganz schnell. Und dann beenden wir das Spiel mal wieder, denn... Warte, wir gehen mal vor ein Fenster. Weil ich einfach, da finde ich es ein bisschen passender. Nämlich, jagen wir uns jetzt einfach mal in die Luft. Tja, und das liefert uns das nächste Ende. Durch die Selbstzerstörung zerbarst der Bunker mit einer gewaltigen Explosion. Von der Planetenoberfläche aus sah das recht hübsch aus. Irgendwo im Weltraum schwebt die Kommandantin noch immer umher. Gesichtsausdruck ist starr und ernst. Und schnell die Credits durch und das war's. Debunked. Und wir haben das Ende mit dem Buchstaben U erhalten. Und wir sind leider jetzt schon an ein Ende vorbeigerauscht. Wenn man ganz am Anfang in der ersten Mission nämlich stirbt, also irgendwo auf dem Weg, ich glaube bis zum Goliath-Boss, wenn man da irgendwo mit 2B irgendwann stirbt, dann bekommt man das Ende W. De-winged, glaube ich, heißt das. Ist nicht ganz so interessant, dieses Ende. Was heißt interessant, aber ja, nicht ganz so besonders. Na gut, dann würde ich aber mal sagen, das war's mit Nier Automata für heute. Im nächsten Part starten wir wieder im Bunker und werden dann mal mit der unsere Flugeinheit bemannen und dann zur Oberfläche fahren. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, vielleicht einen Kommentar und noch ein Abo. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.